Ja, es ist natürlich so im Sport, dass die Pandemie, das ist ein Problem, das nicht nur uns trifft, sondern weltweit. Also, alle sind betroffen und es ist im Moment geht's, allen Hockey-Organisationen nicht gut. Sind alle mit ihren eigenen Ligen beschäftigt. Für uns ganz große Problem, das sich jetzt stellt. Wir sollten jetzt können abschätzen, wie es denn, in 3 Monaten aussieht. Das ist sehr, sehr schwierig. Die Regeln, die werden praktisch täglich geändert. Das sind 5 Nationen, die involviert sind. Also es ist im Moment einfach wirklich sehr, sehr schwierig zu abschätzen, wie es dann im Dezember aussehen wird. Und das Risiko, dass ein Team oder mehrere Teams, die eingeladen sind, nicht kommen können, das ist einfach sehr, sehr gross. Ja, es ist ein Wahnsinnsentscheid, den wir hier treffen für unser Traditionsturnier, das wir seit 100 Jahren austragen. Und eigentlich jetzt das 5. Mal ist, dass man es absagen muss. Es hat eine grosse Auswirkung dann auf unsere gesamte Organisation. Aber wir haben die Grundlage auf dem wirtschaftlichen, auf dem sportlichen Machbarkeit und am Schluss dann über die Reputation, die mittel- bis langfristig darlegt, ob das Turnier weiterhin erfolgreich ist, gesagt macht. Was ist immer der Grund gewesen, dass die Mannschaften gerne an den Spengler gekommen sind, ist einfach das ganze Ambiente, das sie hier angetroffen haben, dass sie können kommen mit der Familie, dass sie können eine gute Zeit verbringen können. Wenn das anders gewesen wäre, wenn man die auf den Fuss eingeladen hätte, sie wären gekommen, nachher in eine Blase hätte müssen tun, sie wären 7, 8 Tage kaserniert gewesen, das wäre natürlich nicht mehr der Spengler Cup drauf gewesen, wie das Spieler schätzen tun. Und da würde etwas ganz, ganz Wesentliches fehlen. Also das ist wahrscheinlich noch der wichtigste Grund als vielleicht die organisatorischen Massnahmen, die man möglicherweise hätte können machen, aber sehr unverhältnismäßig gross gewesen wären.